Horst Seehofer über Lobbyismus und Pharmaindustrie zugegeben hat, wie abhängig die Politik von der Pharmalobby ist. Die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja. Nein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Der weiß nicht, was er sagen soll. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von meiner Seite an den ganzen Chat natürlich und an die ganze Community auf YouTube. Lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Es wird ein kurzes Video sein. Ja, es wird ein ganz kurzes, knackiges Video sein. Und zwar heißt das Video ZDF Horst Seehofer über Lobbyismus und Pharmaindustrie. Ja, das ist schon sehr spannend. Ich habe mir das kurz reingezogen und ich fand das schon heftig, wie er da teilweise die Dinge zugegeben hat, wie abhängig die Politik von der Pharmalobby ist. Ja, ein Politiker hat es selber zugegeben und das werden wir uns jetzt mal kurz reinziehen. Let's go. Don't ever play yourself. Don't ever play yourself, motherfucker. Gang. So. Viel Geld. In Deutschland ist die Positivliste sowie dieser Entwurf 2003 immer wieder gescheitert. Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr altes Video, ne? Ich weiß nicht, ob Politiker heutzutage noch die Wahrheit sagen würden. In so einem Ausmaß hier, aber damals hat er es getan. Erstmals zu. Der Druck der Pharmalobby war zu groß. Heißt das denn, dass die Lobby... Ah, jetzt ist er, hier ist er ein bisschen älter. Keine Ahnung, wie lange das her ist oder wie alt das Video ist, aber hört mal zu. Nicht so stark war dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja. Also die Pharmalobby war stärker als die Politik und die Politik musste zurückziehen. Musst du dir mal reinziehen. Das ist so, seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle, strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. So, er sagt übersetzt quasi, dass es Gesundheit der Bürger, selbst wenn Politiker dass Gesundheit der Bürger im Interesse hätten, um gewisse Veränderungen zu machen. So. Selbst wenn die das im Interesse hätten und durchsetzen wollen würden, ist die Pharmalobby teilweise immer noch stärker als die Politiker und dann kann das nicht umgesetzt werden. Das ist doch krank, oder? Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner hat seinerzeit dem Chef des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, sogar ein geschreddertes Exemplar der Positivliste überreicht. Die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht... Ein leichtes Grinsen sogar auf dem Mund, guck mal. Nein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Der weiß nicht, was er sagen soll. Die Industrie ist stärker als die Politik, so. Und das ist eine Sache, wenn du die sagst, dann sagen Leute, ah, Verschwörungstheoretiker, Mann, als ob die das in der, nein, die Politiker kontrollieren und so. Nein, das Geld kontrolliert alles. Auch die Politiker. Ist gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so wünscht. So, das ist einfach so. Es wird immer wieder diese Momente geben, wo Politiker einfach nichts dagegen sagen können und das Geld regiert die Welt, Dicker. Und die entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Ich will nicht wissen, was für heftige Pharmainteressen hinter dieser ganzen Corona-Geschichte standen und wie die da Druck gemacht haben und wie dahinter standen und gesagt haben, es muss jetzt durchgesetzt werden, weil Impfung und wir haben schon und bla 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 und Geld und hier, nimm mal einfach ein paar Tausend, nimm mal ein paar Millionen, nimm mal was mit einfach und dann stell dich da hin und sag, ey, Impfzwang. Impfpflicht muss kommen. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon krass. So. Dann sagt es uns wenigstens, weißt du? Und sagt nicht, dass wenn einer sich hinstellt und sagt, dass das Geld die Welt regiert und dass die Politiker eigentlich nur irgendwelche Marionetten sind, die die Dinge umsetzen, die die Leute im Hintergrund mit Geld umgesetzt haben wollen würden, dass du dann Verschwörungstheoretiker bist, so, weil das ist einfach die Wahrheit so. Und selbst Politiker geben das zu. Oder haben das in der Vergangenheit zugegeben, geben es immer weniger zu. Aber es ist halt einfach so. So.
Und das sollte alle Menschen zum Nachdenken anregen. Wenn dann eine Gesundheitskrise kommt oder wenn dann irgendwas passiert, was vielleicht gesundheitlich für uns Menschen Auswirkungen hat, so, dass man immer daran denkt, dass die Politiker, die da stehen, die Dinge sagen, vielleicht das gar nicht wirklich so wollen, sondern einfach nur die Industrie hinten dran das so möchte. Weißt du? So. Deswegen wurde Söder in Eding auch ausgepfiffen, weil er eben in der C-Krise mit seiner Alten richtig Schotter gemacht hat. Echt, ja? Einer hat gerade gefragt, sollte man Geld abschaffen? Boah, das ist eine tiefe philosophische Frage. So, da kann ich nicht einfach so aus dem Stegreif im Livestream drauf antworten, nicht durchdacht drauf antworten. Sollte man Geld abschaffen? Ich weiß, dass Geld auf jeden Fall... ja, auch schon ein Übel ist auf der Welt, so was für viel verantwortlich ist, aber es geht auch viel um Machtstrukturen, so. Und ich glaube, selbst wenn es kein Geld gibt, es wird immer, also die Leute, die viele Fäden in der Hand haben, werden immer Möglichkeiten finden, die Macht auszubauen. Auch wenn es kein Geld mehr gibt, wird es irgendwas anderes geben, wie sie es schaffen können, an der Spitze zu bleiben und den Rest der Menschen zu kontrollieren, so. Deswegen weiß ich nicht genau, ob dieses einfach Abschaffen von Geld irgendwas bringen würde. Weißt du? I don't know, ob das irgendwas bringen würde. So. Ich glaube eher diese Machtverhältnisse und so. Diese ganzen Geschichten. Das Einzige, was helfen kann, meiner Meinung nach, ist ja, Menschlichkeit und Liebe, Digga. So. Irgendwie in versuchen, in die Menschen reinzubekommen, gerade in die Menschen, die das komplett verloren haben, so dieses Menschliche und dieses Liebende und dieses so, dass wir alle zueinander gehören und so, weil wenn man wirklich den Mensch im Vordergrund hat, so, dann trifft man auch nicht mehr solche Entscheidungen, die getroffen werden, so, sondern man trifft Entscheidungen, die den Menschen helfen könnten, so. Wenn jetzt ich ein Oberhaupt wäre von irgendwo oder von irgendeinem Land oder von der Welt, sagen wir so, dann würde ich versuchen, die Entscheidungen und die Dinge so zu tun, dass es den meisten Menschen, damit geholfen ist, so. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr im Interesse von den Leuten, die richtigen Entscheidungen treffen, weißt du? Die wichtigen Entscheidungen treffen, meine ich so. Und die Fäden in der Hand haben. Da zählt nicht mehr, ob das Menschen gut tut oder nicht. Menschlichkeit ist für die scheißegal. Das ist eine Sache, die man zurückholen muss irgendwie. Wie das geht, weiß nur Gott. So. Wir können einfach nur unser Bestes tun. Ich versuche mein Bestes hier im Stream, diese Menschlichkeit und Liebe irgendwie und in meinem Leben so zu verbreiten und das so vielen Menschen wie möglich mitzugeben. Aber ob das dann ankommt, es liegt in Gottes Händen. So. Und deswegen, ich küsse euer Herz. YouTube, schreibt eure Gedanken genau dazu auch nochmal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Ich liebe euch. Liebe geht raus. Gang it in, man, Alter. Lasst euch von diesen ganzen Entwicklungen nicht unterkriegen. Bleibt positiv, bleibt liebend und bleibt kritisch. Na, sanfte Grüße. Gang. Mua.